Wie wichtig Tracht für eine Musikkapelle ist, bewies die Präsentation der neuen Dienstbekleidung der Marktmusikkapelle Bad Schallerbach bei der Nacht der Tracht im Atrium Bad Schallerbach. Über 30 Jahre musste man auf sie warten, umso schöner ist sie geworden. Vorab wurden aber noch alle alten Trachten der vergangenen Jahre präsentiert. Was bedeutet Tracht für die Musikkapelle? Naja, ich glaube, dass das schon was Wichtiges ist, weil es eben Tradition widerspiegelt und weil es diese Gemeinschaft darstellt. Haben Sie schon mal eine Musikkapelle ohne Tracht gesehen? Es war ja heute ganz nett, wenn man die historischen Aufzüge gesehen hat. Und es hat auch Zeiten gegeben, wo man nicht in Tracht musiziert hat. Aber das ist ein schöner Rückblick gewesen. Heute ist es selbstverständlich, dass man wirklich in einem gemeinsamen Auftritt die Musikkapellen zieht. Ja, Tracht ist Identität. Ne? Man identifiziert sich mit der Tracht, nicht nur im Verein, sondern auch mit dem Ort. So eine Einkleidung ist ja auch eine Frage des Geldes. Wie sah die Finanzierung der neuen Tracht aus? Ja, das ist ein großes Thema gewesen. Vor einem Jahr, wenn wir uns dazu entschlossen haben, eine neue Tracht anzuschaffen, war natürlich ein großes Fragezeichen, wie finanziert man das? Es ist ein Rahmen von 70.000 bis 80.000 Euro. Wir haben versucht natürlich mit zusätzlichen Veranstaltungen, wir haben ein Wetten, dass veranstaltet, wir haben ein Musikhaus gemacht, wir haben zusätzliche Konzerte gemacht, natürlich zusätzlich Geld einzunehmen, aber ohne den Sponsoring unserer Firmen, unserer Gewerbetreibenden, unserer Banken, der Gemeinde, dem Land Oberösterreich, wäre es wahrscheinlich nicht gegangen. Wie sitzt oder gefällt die neue Tracht? Ja, neue Tracht ist wie eine Musikkapelle ja quasi ein historisches Ereignis. Also ich bin begeistert von dieser neuen Tracht. Sie ist fesch, sie ist modern, ist gleichzeitig aber auch was Traditionelles. Und man muss sagen, die Mädels und die Burschen schauen richtig fesch aus. Naja, sie sitzt wieder richtig knackig, das muss man sagen. Die vorige Hosen, die ist schon ziemlich läschert draufgehängt. Die Farben auf jeden Fall, in die Gemeindefarben gehalten. Was für mich vielleicht der Unterschied ist, jetzt haben wir endlich einmal eine lederne Hosen. Vorher haben wir die Stoffene gehabt, müssen wir zwar mehr schwitzen, aber sie ist dafür traditioneller. Das taugt mir recht, muss ich sagen. Gefeiert wurde noch bis in die frühen Morgenstunden und die Schallerbacher dürften mit der neuen Tracht genauso zufrieden sein wie die Musiker selbst.